Servus Leute, ich möchte euch heute mal ein kurzes Zwischenreview geben zu The Elden Ring. Ich habe das Spiel noch nicht komplett durchgespielt. Ich habe jetzt quasi ja, 2 von 5 großen Hauptbossen platt gemacht. Habe dafür jetzt 40 Stunden benötigt, also habe auch schon ordentlich in das Game reingeschaut, mehrere Chars ausprobiert und ja, das Feedback muss einfach mal raus. Ich werde euch in diesem Review auch keine Spoiler geben, auch keine Game-Szenen aus zukünftigen Bosskämpfen oder sowas. Deswegen sehen wir jetzt die ersten Minuten des Games, auch mit den entsprechenden Zwischensequenzen, und wir sind wirklich komplett spoilerfrei unterwegs. Fangen wir an, wie immer, mit dem Gameplay. Wir haben hier ein schönes, klassisches RPG, was vielleicht so an die ja, früheren Zeiten 90er Jahre, 2000 erinnert. Das Game hat da schon sehr, sehr viele Parallelen zu Rollenspielen, die ich so vor 20 Jahren gespielt habe. Und das bereitet mir natürlich auch große Freude. Der Schwierigkeitsgrad ist natürlich knackig, auch für mich jetzt insbesondere. Ich habe noch nie ein Souls-like-Game gezockt oder irgendwas in die Richtung. Von daher war für mich der Schwierigkeitsgrad am Anfang wirklich knüppelhart. Dann habe ich allerdings mein Mage angefangen zu zocken, hatte an dem auch sehr viel Freude, sehr viel Spaß. Und Ranges empfinde ich in diesem Game sowieso als overpowered. Von daher, wenn ihr vielleicht auch neu in das Game einsteigt und dort Probleme habt, schaut euch auf jeden Fall mal so ein Range an. Damit finde ich es deutlich einfacher als mit einem Nahkämpfer. Ansonsten ist das Game auch wirklich verdammt komplex. Wir haben ein sehr umfangreiches Kampfsystem, was man auch meistern kann, wenn man sehr, sehr viel Zeit hinein investiert. Sollte man auch machen, denn mit den ein oder anderen Kniffen lassen sich natürlich die Bosskämpfe deutlich einfacher, entspannter und angenehmer spielen. Also wir haben wirklich ein sehr tiefgreifendes Gameplay. Auch die Charakterentwicklung ist sehr gut und durchdacht gelungen. Wir haben zwar auch so ein klassisches Statussystem, wo wir dann unsere Statusse erhöhen können. Dadurch skalieren dann natürlich auch unsere Angriffe plus die ganze Ausrüstung, die wir finden können, die Waffen, die skalieren auch wunderbar damit, haben auch passive Fähigkeiten, haben auch teilweise erhöhte Werte auf Statuswerte. Also das ist wirklich sehr schön durchdacht, skaliert wunderbar. Und ihr habt auch am Anfang die Möglichkeit, euch diese Dinge schnell, einfach und unkompliziert zu erfahren, damit dann gerade auch für Neulinge das Gameplay am Anfang einfacher und angenehmer ist. Zu der Kritik von einigen Souls-Gamern kann ich persönlich jetzt überhaupt nichts sagen, weil, wie gesagt, für mich ist es das erste Mal, dass ich sowas zocke. Und von daher kann es in der Tat sein, dass dieses Game deutlich einfacher ist als einige Teile davor. Für mich war es aber dennoch knackig hart, wobei mich das hier auch nicht wirklich gestört hat. Selbst wenn ich 2, 2,5 Stunden an einem Boss gewiped bin, weil ich es nicht hinbekommen habe oder kurz vor Ende in diesen ja, übermütigen Trott verfallen bin und dann quasi bei einem HP oder so gewiped bin, hat mich das nicht wirklich aufgeregt, sondern eher angespornt, beim nächsten Mal das nochmal besser zu machen. Und dieser permanente Progress, den empfinde ich komischerweise in diesem Game als angenehm, weil man sich persönlich natürlich auch bewähren und beweisen muss. Von daher stört mich das hier in dem Game überhaupt nicht. In anderen Spielen hat mich das aber deutlich mehr gestört. Die Grafik von diesem Game ist jetzt nicht unbedingt Next Gen, obwohl ich ein Grafikfanatiker bin und je besser die Grafik, desto besser. Muss ich ganz ehrlich sagen, stört mich das hier bei dem Game überhaupt nicht, denn wir haben eine riesengroße Welt. Wir haben auch eine sehr atmosphärische Welt. Wir haben eine stimmige Welt. Wir haben sehr viele Details, die man so eigentlich nicht erwartet. Und auch die Texturen, vielleicht sind sie nicht so hochauflösend wie in anderen Games,
Aber die Details der Texturen sind wirklich grandios. Oder auch die verschiedenen Drachen, denen wir begegnen, da sind die Details auch wirklich so hoch, dass diese etwas schlechtere Grafik eigentlich gar nicht auffällt. Und auch die Grafik an sich, die ist so ein bisschen, ja, dreckig, verrucht, altmodisch, aber es passt wirklich alles ineinander. Denn die Atmosphäre bei diesem Game ist wirklich fantastisch. Hätte ich so nicht erwartet. Habe ich auch, ehrlich gesagt, seit Jahren in keinem Game mehr so erlebt. Also das letzte RPG, was mich so begeistert hat oder diesen Quantensprung gemacht hat, wie ich ihn jetzt erlebt habe, war vor ungefähr 20 Jahren, Anfang der 2000er. Da war ich das letzte Mal von einem RPG wirklich so gefesselt wie jetzt von Elden Ring. Das hat aber auch wirklich viel mit der Atmosphäre zu tun, die wirklich on top gelungen ist. Wir haben verschiedene Bereiche oder Gebiete, die unterscheiden sich auch voneinander. Die Gegner sind wirklich stimmig, aber es gibt auch teilweise Szenen oder Gegner, die dann schon so ans Widerliche, ans Abartige grenzen. Aber dennoch fühlt es sich schön und angenehm an. Es ist wirklich schwer zu erklären, wenn man ja, das noch nicht selber erlebt hat. Aber das passt wirklich alles wunderbar ineinander. Und auch ich nenne es mal nicht die Grafik, sondern eher die Atmosphäre. Die Atmosphäre bei diesem Game ist wirklich 1A. Jedes Gebiet ist stimmig in dem, wie es aufgebaut wurde, in den Gegnern, in der Handlung, in der kleinen Geschichte, die dort erzählt wird. Das passt wirklich 1:1 zusammen und auch, wie eben schon gesagt, wenn die Gegner teilweise so ans Abartige grenzen, es ist wirklich atmosphärisch top. Storymäßig erwartet uns jetzt hier kein wirkliches Feuerwerk. Wir werden nicht in eine Story reingeschmissen, die wirklich tiefgründig und sehr verstrickt ist, sondern die ist eher einfach, oberflächlich. Wir wissen ganz genau, worum es geht. Wir wissen auch, was wir zu tun haben. Wie wir das jetzt erreichen, da sind wir komplett frei. Also hier ist Open World wirklich ein ganz neuer Messstab für all das, was wir sonst so erlebt haben, denn wir haben kein Questlog und sagt niemand, gehe jetzt dort und dorthin, oder wir haben auch keine Marker auf der Karte, wo wir dann ganz genau wissen, wo wir hingehen müssen. Wir müssen das alles wirklich selbst erleben, selbst erfahren. Wir können auch die ersten 20, 30 Stunden ohne Probleme im ersten Gebiet verbringen, uns dann hochpowern, hochpushen. Bei einem Magier ist das jetzt ein bisschen einfacher als bei einem Krieger. Und dann fetzt man im Endeffekt die ganzen Bosse weg und solche Dinge. Oder was dann natürlich auch noch möglich ist, wir verzichten auf sämtliche Upgrades und all das, was uns das Spiel so gibt, und laufen da vielleicht halbnackt durch die Gegend, um dann auch den eigenen Schwierigkeitsgrad nochmal auf ein anderes Level zu pushen. Aber die Story an sich ist sehr oberflächlich, sehr einfach. Und im Fokus steht wirklich das Erforschen dieser wunderbaren Open World im Vordergrund, was ich eigentlich nur jedem empfehlen kann. Es gibt verdammt viele Dungeons, in die man reingehen kann. Es gibt wirklich fabelhafte Bosse, die man besiegen kann, an denen man auch stundenlang wipen kann und solche Dinge. Also das muss man leider, also das muss man quasi schon selbst erlebt haben, um das wirklich irgendwie greifen zu können. Deswegen können wir jetzt auch zu einem kleinen Zwischenfazit kommen. Also ich habe jetzt drei verschiedene Klassen gespielt. Den Samurai, dann eher so eine Art Tank und den Magier. Habe jetzt allein mit dem Magier 40 Stunden investiert. Mit den anderen beiden Chars auch nochmal so zwischen 5 bis 10 Stunden. Also auf 50 Stunden plus komme ich jetzt schon seit dem Release in einer Woche. Und das zeigt auch, wie mich das Spiel eigentlich begeistert hat. Wirklich gesehen habe ich noch nicht viel von der Welt. Ja, ich habe schon zwei Gebiete erforscht. Das eine fast komplett durchgequestet. Durchgequestet ist auch falsch, aber
in sämtlichen Dungeons gewesen, viel ausprobiert. In dem anderen Gebiet habe ich erstmal so den Hauptboss platt gemacht und mir dann auch noch so ein paar Sachen angeschaut. Aber das Game fesselt einen wirklich, dieser permanente Progress, dieser Druck, besser zu werden, aber auch für seine Fehler eiskalt bestraft zu werden, ist schon in der ganzen Komplexität, wie das Game aufgebaut ist, von der Atmosphäre, von dem Gameplay, von dem Tiefgang und auch von den Freiheiten wirklich fabelhaft. Es gibt aber definitiv auch Leute, die daran keine Freude haben werden. Also wenn ihr nicht der Typ seid, der jetzt komplett auf eigene Faust loszieht, sich alles anschaut, sondern der eher so eine mehr oder weniger lineare Story braucht oder der eine Person seid, die ganz genau wissen muss, wo muss ich jetzt hingehen, um was zu erfüllen, um schnell die Story vorzupreschen, dann wird Elden Ring definitiv nicht das Richtige sein. Bei Elden Ring, wie schon gesagt, 50 Stunden investiert. Zwei Fünftel habe ich jetzt erspielt und noch nicht mal komplett erspielt. Also da werden deutliche dreistellige Stundenzahlen am Ende des Tages dastehen. Und das Schöne bei dem Game ist auch, man, zumindest bei mir ist es so, ich möchte es auch nicht nur als Mage erleben, sondern ich möchte es auch dann später als Krieger erleben, dann vielleicht auch als Bettler, weil man damit den schwierigsten Beginn hat und solche Dinge. Also Dinge, die ich im Vorfeld eigentlich nie in einem Game verspürt habe oder wirklich sehr selten verspürt habe, kommen bei Elden Ring eigentlich zum Vorschein und das eigene Ego wird angekratzt, so dass man wirklich besser werden will in dem Game, dass man alles erleben möchte und ihr müsst wirklich sehr viel Zeit, Geduld und auch eine Bereitschaft für Frust und Ärger mitbringen, damit ihr hier in dem Game nicht komplett untergeht oder auch den Controller, Tastatur, was auch immer, gegen die Wand schmeißt und sagt, was soll der Scheiß. Deswegen, es ist wirklich ein fabelhaftes Game. Mich würde es auch nicht wundern, wenn es in diesem Jahr sämtliche Preise abräumt. Das hat es bislang verdient. Und ich werde jetzt nochmal etliche Stunden hinein investieren. Deswegen wird das abschließende Review wahrscheinlich erst in ein, zwei, vielleicht drei Monaten kommen, wenn ich dann wirklich komplett alles freigespielt habe, alle Bosse platt gemacht habe und nochmal 200, vielleicht 300 Stunden in das Game investiert habe. So, damit man es dann auch abschließend nochmal bewerten kann. Aber Stand heute ist, es würde mich sehr wundern, wenn das Spiel noch eine negative Wendung nehmen würde. Allein die Tatsache, ich bin durch die Gegend gelaufen, wurde von Wölfen angegriffen, bin dann rechts von der Straße abgegangen. Dort war ein zerstörtes Haus. Ich habe mit einer Dame gesprochen. Beim ersten Mal ist mir gar nicht aufgefallen, was da gerade abgeht. Aber mit dem zweiten Schau habe ich geguckt und dachte mir, wow, die sieht ja aus wie Rotkäppchen. Und allein diese Details, da sitzt ein Mädel, das aussieht wie Rotkäppchen und 10 Sekunden vorher wurde ich von einem Schwarm Wölfe angegriffen und attackiert. Das sind dann auch so diese Details und die Atmosphäre, die euch hier in dem Game erwarten. Und ich bin mir 100% sicher, dass diese Details nicht durch Zufall gesetzt sind, sondern absolut gewollt sind, so dass man da wirklich auch diesen What-the-fuck-Moment immer wieder erlebt und denkt, das kann doch jetzt kein Zufall sein. In dem Sinne, wenn ihr euch auf das Game einlasst, ihr offen für diese Punkte seid, werdet ihr auf jeden Fall euren Spaß haben, aber plant auf jeden Fall sehr viel Zeit ein. Dieses Game sollte definitiv nicht linear, bossmäßig 1, 2, 3, 4, 5 durchgespielt werden, sondern erforscht die Welt, nehmt euch Zeit dafür und plant auch ein paar Stunden dafür ein, dass ihr ein paar Mal drauf gehen werdet.